Hey Leute und willkommen zu PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile. Ist das hier die harte Konkurrenz für Rules of Survival? Das ist die Frage. Es gibt bzw. es kommt auch noch Fortnite Mobile. Für iOS gibt es ja schon, für mein Android leider nicht. Das wird verdammt viel, Leute. Wir können nicht drei Mobile Battle Royale Spiele zocken auf dem Kanal. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das machen. Ihr könnt mir auf jeden Fall schon mal eine Freundschaftsanfrage schicken. Ich heiße, wie ihr rechts oben sehen könnt, wie immer BlackRabbit. Großes I, 3, kleines L. BlackRabbit. Könnt ihr schon mal gerne mal adden, wenn ihr das Spiel auch habt. Und wir werden jetzt einfach mal in die Mission rein, also in den ersten Krieg reingehen. Und was ich noch unbedingt zeigen wollte, ist, es gibt hier Tutorials. Ich bin begeistert. Es gibt endlich mal in einem Spiel Tutorials. Ihr könnt hier alles lernen. Alles. Das ist mega gut. Ich weiß nicht, ob ich das in Rules of Survival übersehen habe, aber das ist der Hammer. Das ist der Hammer, Leute. Das ist so wichtig. Es ist zwar wichtig, aber wir spielen es diesmal ohne Tutorials. Wir haben ja schon Rules of Survival Erfahrung. Ne, wir sollten das doch können, oder? Wir sollten doch PUBG Mobile können. Oder? Oder? Wir sehen uns jetzt in dieser ersten Folge den Solo-Modus, also wir gehen einfach mal rein, sehen uns das an, wie das so ist, ob es mehr Spaß macht als Rules of Survival, ich habe keine Ahnung noch. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob jetzt das Spiel weiterzocken oder Rules of Survival oder in Zukunft Fortnite Mobile, es ist zu viel. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr schon alle drei Spiele habt. Also wenn ihr iOS habt, habt ihr auch Fortnite. Schreibt mal, welche der drei Spiele ihr bis jetzt am besten findet. Rules of Survival fand ich echt super. Aber kann dieses Spiel besser sein? Wir werden sehen. Bis gleich im Gameplay. So Leute, sind wir nun in der Lobby. Wie in PUBG, ganz normal. Hier mit dem Flugzeug, mit den Containern und so weiter. Ich bin im europäischen Server. Ich bin in Europa. Es stand da, es könnte aber ein bisschen laggy sein. Warum auch immer, wir sind im europäischen Server. Was sehen wir? Wir sind rechts unten Boxen. Ducken, hinlegen, funktioniert alles super. Springen auch. Okay. Denn das Spiel ist automatisch auf meine Handygröße angepasst. Auf 18:9. Und nicht wie üblich 16:9. Das finde ich schon mal super. Oh, oben sollte ich. Ja, das Sprechen. Ah, das. Hören? Na, das Hören lassen wir an. Das Sprechen schalten wir aus, Kinder. Okay, man kann hier rechts auf Laufen schalten. Wie in Rules of Survival. Sehr schön. Ah, sieht gut aus. Es sind nur 100 Spieler hier. Keine 120. Wie in Rules of Survival oder 300. Okay, und die Map sieht auch ziemlich gleich aus. Mega cool. Ich hoffe, die Cam. Ich werde es ein bisschen runterschieben, glaube ich. Dass die Cam okay sitzt. Also, was sehen wir hier? Military Base, bla bla bla. Alles gleich wie im Hauptspiel, auf jeden Fall. Okay, wir können da rechts. Oder können wir auch zoomen? Ja, können auch mit zwei Fingern ranzoomen. Und mit den Plus-Tasten. Pochinki, er müsste hier nicht abspringen. Schule, eigentlich springt man Schule, ne? Aber ich finde hier so verreckt, wenn ich Schule abspringe. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Wir springen ab. Neben Pochinki. Oh, schwer. Ruinen. Ich würde sagen, wir springen hier oben ab. Ja, hier oben. Okay, ist noch ein weiterer Weg. Oh, er zeigt uns sogar genau die Meter an oben. Und wie in Rules of Survival die Spieler, wie viele noch im Flugzeug sind. Das ist ja, soweit ich weiß, in originalen PUBG nicht der Fall. Okay, wir gehen raus. Wir gehen raus, wir gehen raus, wir gehen da rein, Leute. Ich bin heiß. Ich bin heiß. Ich hoffe nur, es spielt sich mindestens so gut wie Rules of Survival. Hoffe ich mal. Und ich hoffe, hier ist es nicht unbedingt auch ein Gegner. Man kann die Grafik noch eines höher stellen, aber ich habe mir gedacht, nee, nicht zu hoch. Okay, okay. Ja, steuert sich bis jetzt ganz gut schon mal in der Luft. Ja, ist hier noch jemand eigentlich? Nö, sieht safe aus. Ah ja, ein bisschen Lags hat man schon.
Finde ich aber ganz normal. Er hat gerade etwas automatisch aufgesammelt. Ich habe nicht gedrückt. Was lustig ist, dass die Tasten auch gleich sind wie in Rules of Survival. Es spielt sich noch ein bisschen hakelig. Also Rules of Survival spielt sich auf jeden Fall flüssiger. Es darf keine Waffe. Das ist typisch PUBG, ne? Das ist typisch wieder mal PUBG. Oh, es ist sogar die... War da gerade ein Gegner? Die Kletteranimation drin. Ja, er hebt automatisch Sachen auf. Wo wechsle ich jetzt die Waffe? Ah, hier unten. Okay, in der Mitte unten. Okay, das habe ich nicht gecheckt. Ne? Der Mitte unten. Aber wie gesagt, spielt unbedingt. Ich drücke gerade nichts, ja, sammelt automatisch auf die Sachen, die anscheinend besser sind. Oh, das ist cool. Kann man sicher ausschalten, aber auch. Die Waffe ist direkt nachgeladen. Okay, zwei Shotguns leider. Nichts Brauchbares. Ja, er hebt Sachen automatisch auf, die er brauchen kann. Boah, das ist gut. Das ist echt gut. Jetzt nochmal hoch. Nein. Ich finde auch die Kletteranimation super. Kann man in das Fenster hier reinklettern? Nein. Ah! Was? What the fuck? Gerade im Haus oder draußen? Ich habe gerade versehentlich geschossen. Ich liebe es. Hey, wir haben eine fucking Shotgun. Ich sehe. Seht ihr noch? Ich habe nur einen Shotgun, ne? Hast du es gesehen? Ich glaube nicht. Nee, der rennt verwirrt rum. Was macht der denn? Ich überlege gerade, ihn zu pushen, aber dann wird das Video sehr kurz, glaube ich. Na, ah, er sieht uns. Ich komme aus dem Fenster nicht raus. Ja, er sieht uns, er sieht uns. Nicht gut. Ich sag, ich hab nur eine Shotgun. Aber wenn er so weitermacht, verballert er seine ganze Munition. Boah, es leckt so hart. Geht's ihm auch so oder keine Muni mehr? Ich glaube, er hat keine Muni mehr, ne? Blut. Oh, eine Vektor. Nehmen wir mit. Boah, ich mag es, dass er automatisch Sachen aufhebt. Ne? Das ist echt gut. Leute, wir haben unseren ersten Kill. Erste Runde, erster Kill. Was? Was? Aber der Spieler hat auf jeden Fall keine Munition daneben geschossen. Bis jetzt spielt es sich gut. Ein großer Unterschied ist mir schon mal aufgefallen. In Rules of Survival zielt er automatisch auf Gegner. Hier nicht.
Ich weiß jetzt nicht, ob das. Oh Gott, wir sind weit. Ob man das einstellen kann oder nicht. Es leckt auf jeden Fall noch rum, ne? Schön flüssig läuft das auf keinen Fall, so wie Rules of Survival. Aber es ist ja auch noch neu. Ist das hier ein Motorrad? Oh Gott, ich habe Angst. Oh Gott, ich werde sterben. Ah, okay, der hat Knöpfchen. Oh Gott, das ist scheiße. Oh Gott, ist das schwer zu legen. Seht ihr die Pfeile? Ihr müsst hier die Pfeile gedrückt halten. Und um das Wasser. Wir springen ins Wasser. YOLO! Hui! Und man kriegt nicht auf der Karte angezeigt, also oben in der Mitte, wo Leute schießen. Also es ist schwer. Ich sag's mal so, es ist schwerer, der Einstieg in das Game, als Rules of Survival, wo man halt wirklich Zielhilfe hat und alles auf der Map sieht. Also oben in der Mitte bei diesen Anzeigen sieht man aber, wenn ihr ein Auto vorbeifährt oder irgendwas schießt. Das sieht man hier nicht. Das Motorradfahren war jetzt echt gewöhnungsbedürftig. Sind die auf der Bridge? Ich gehe mal ins Haus rein. Ja, er pickt automatisch Sachen auf. Das ist so geil. Ich finde das super, dass er automatisch Sachen aufhebt. Das Bewegen ist noch ein bisschen schwer. Stehen auch super Details dabei bei den Items. Ein Auto. Aber will ich damit nochmal fahren? Ich weiß ja nicht so recht. Es leben noch wie viele? 69, links oben. Ja, ich drücke nicht, so hebt automatisch die Sachen auf. Das ist schon nice. Hinter mir? Was? Nein, ich dachte im Haus drin. Oder waren da jetzt zwei? Waren da jetzt zwei? Oder im Haus? Gute Frage, gute Frage. Kann man sich das ansehen jetzt? Your Grade B. Wir haben einen Kill. Survival Time. 8 Minuten. Was? 8,4 Meter? Was sind das Minuten? Minuten, ne? Rating, Share, Stats, Poster. Better luck next time. Killed one in Solo Mode. Ey, das ist cool. Wie ihr schon sehen könnt, allein an diesem Bild schon, das ist die gleiche Firma, die Arena of Valor nutzt, herstellt, produziert, wie ihr immer wollt. Es ist die gleiche Firma, Tencent Games. Nice. Share Stats. Okay, ich mache mal Fotos davon, sieht cool aus. Mal ein bisschen alles abchecken, ne? Zurück in die Lobby. Okay. Was ich auch sagen muss, der Ladescreen. Ich bin gelevelt. Gibt's da auch ein Poster? Hey, schön, schön. Nehmen wir mit. Speichern wir erstmal. Speichern wir erstmal. Cool. Sehr schön. Eine Mission abgeschlossen. Yep. Noch Poster. Sehr schön. Speichern. Wir speichern alles erstmal. Okay, nice. Daily Missions gibt's auch. Events gibt's auch. Und so. Wie gesagt, ihr könnt mich gerne adden. Ich finde es, wie gesagt, also als Einsteiger, der das nie gespielt hat, finde ich Rules of Survival leichter. Mit Zielhilfe, mit auf der Karte oben angezeigt, wo Gegner sind. Aber das ist halt wirklich ernsteres Battle Royale. Muss man sich dran gewöhnen? Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was findet ihr besser? PUBG Mobile, Rules of Survival oder Fortnite Mobile?
Fortnite Mobile kann ich ja noch nicht zocken, ich habe kein iOS. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Däumchen da für mich. Wer nichts verpassen will von egal welchen Battle Royale Spielen, von Arena of Valor und so weiter, alles Tencent Games, lasst ein Abo da unbedingt, Leute, werdet Teil der Community. Könnt ihr gerne auf unseren Discord-Server kommen mit über 400 Mitgliedern, Link in der Videobeschreibung. Viel Spaß, haut rein und ciao.